Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Ja, das letzte Mal haben wir uns durch den Uhrwerkturm quasi an die Spitze des Turms katapultiert. Und ich bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Im Olox, Olrox, Olrox? Könnte auch Otrox sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. The giant mechanisms and gears continue to turn, but Gabriel continues to foil them. He is now in the heart of evil. Darkness is all around, surrounding him from all sides. Here he will meet the brother of the one he destroyed in the village. His name is Olrox. The two brothers have been her greatest champions, yet I sense their reign of evil is ending here tonight. Olrox and his brother Brawner are traitors who took sides with the Queen when she became one of the Dark Lords. He has wreaked terror on the lands ever since. But now he will meet one who is greater, more powerful than he. One who will deliver a message without any mercy. Olrox, meet Gabriel Belmont and his vampire killer. Olrox, meet Gabriel Belmont and his vampire killer. Nein! Oh, ich hab mit Brauner schon Spaß gehabt. Nein! Nein! Ach, so hoch fährt das. Guckt euch mal an, wie breit die Plattform ist, die sich da jetzt aufhebt. Das ist egal. Hi. Ach, du siehst ja genauso aus. You shall not pass through here. You shall not stand in my way. Oh mein Gott! Nicht im Ernst! Hallo? Wie schnell ist denn der bitte? Habe ich Weihwasser? War da gerade einer? Ja, da sitzt einer. Tatsache. Den hole ich mir. Warte, hier hin. Da saß doch einer, oder nicht? Bin ich denn blind? Aber ich merke schon, dass er, wenn er in der Ecke ist, sich so gut rangieren kann. B. I, der beißt mich. Wie widerlich. Sauber, gib's ihm. Ach, der hat auch so ein Ding. Nur, dass wir das nicht schnappen können. Wir rollen jetzt hier mal den Rand ab. Nein, das war dumm. Wie stehst du denn zu Weihwasser, Kumpel? Oh, du hast sogar zwei Klingen. Ich glaube das alles nicht. Also die Nummer mit dem Rumteleportieren, die ist echt cool. Also die könntest du mir gerne mal beibringen. Da hätte ich nichts gegen. Alter. Ich mache den kaum Schaden. Hallo, ich habe hier den... Na, das ist bestimmt total die nette Frau oder so. Alter. Er macht mich seelisch fertig, ganz ehrlich. Wir haben deinen Bruder in den Popo und wir machen dich genauso in den Popo. Darauf kannst du einen lassen. Wahrscheinlich begründen sie das mit Zwillingen oder so. Hat jetzt irgendwie nicht so den gewünschten Erfolg gebracht. Aber... Oh, also die hätten denen ruhig mehr als drei Sätze geben können, ganz im Ernst. Also das mit den drei Sätzen, das nervt echt.
Ich darf nicht so viel verschwenden. Nee, weg da. So. Na, das war nicht gut. Na. Ja, werde ich. Stufe 2? Nicht im Ernst. Muss ich jetzt die Särge zerstören oder so? Oh, ich hasse das. Hallo, der ist so schnell. Ich muss die ganze Zeit auf den aufpassen. Und dann muss ich nebenbei auch noch die... Oh. Jetzt macht er das gleiche wieder, oder was? Ich kann derweil auch nichts machen. Okay, kann ich doch. Oh Gott, ich muss die Leichen einzeln tot machen. Wo ist er jetzt? Da ist er. Ach, scheiße. Genau rein. Das war natürlich nicht so klug. Hätte ja auch schön einfach sein können, der Kampf, ne? Das wäre einem ja vielleicht gegönnt gewesen. Ich brauche die Lichtmagie. Komm, weg da, weg da, weg da. Sauber. Oh, der hat da noch zwei Säge. Das wird ja noch ewig dauern. Ich glaube, das alles nicht. Noch einer. Falsch, das wollte ich. Ja, das ist schön für die Dark Lady, ganz ehrlich. Aber mich juckt das gerade herzlich wenig. Nein, falsch. Oh, fuck. Ich werde nervös. Das, oh Gott, ich hasse das, wenn ich nervös werde. Dann fange ich an, Fehler zu machen. Dumme Fehler. Oh, oh Gott. Schieb dir deine Lady sonst hin, als ob die irgendwas von dir will, ganz ehrlich. Los, einsammeln, einsammeln. Sauber. Sauber, das war richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Das ist mir Humpe, was die Dark Lady macht. Deine Zeiten sind gezählt. So, das war jetzt das dritte Mal. Los, hin da. So. Also diese Sprüche, ne? Diese Random-Dinger, die nerven echt. Ganz wirklich. Da hat er nicht das gemacht. Oh, da hat er schon wieder getan. Oh Gott. Toll, eine Fee habe ich mir da rausgeboxt. Super. Tut mir leid, also das ist echt anstrengend hier. Das ist, oh, und danach kommt sofort, ich denke mal, der Kampf gegen die Alte.
Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, ganz ehrlich. Alles auf einmal. Oh Gott, erstmal die Dinger wieder einsammeln und dann. So. So. Ach Scheiße, das war nicht gut. Aber jetzt müsste ich ihn gleich echt mal haben, oder? Weil jetzt müssten alle Särge offen sein. Ich meine, hat ja auch lange genug gedauert. Schieb dir deine Messer sonst wohin. So, weg da, weg da, weg da. Aua. Ja, deine dunkle Fürstin geht mir sonst wo quer. Immer so am Rande. Ah, nein. Gabriel, du Trottel. Oh Gott, knapp. Oh. Penner, jetzt geh endlich kaputt. Reißt ihm auch die Flügel raus? Und dann geht's weiter? Oder wie läuft's? Nee. Jetzt können wir uns tatsächlich hier noch umsehen. Hätte ich nicht erwartet. Oh, guck mal, da hängt einer. Ist ja krass. Wenn das nicht passen kam, dann weiß ich es auch nicht. Cool. Also das ist jetzt echt gut mal gewesen. Puh. So, ist hier sonst noch was? Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Nee. Also da, wo ich einen gesehen habe, da war gar keiner. Naja, dann geht's jetzt wohl weiter. Ein Rätsel. Puh, und ich dachte, ich hätte es hinter mir. Okay. 1000 Punkte sind 1000 Punkte und sie bringen uns näher an die 25.000 Punkte für diese dunkle Dings, was ich haben will. Auf den Steinen befindet sich eine kryptische Inschrift. Willst du den Pfad zu Fürstin... Was? Willst du öffnen den Pfad, der zu Fürstin dich lenkt? Fülle alle Becher mit den Schlüssel, welcher eingeschenkt. Ein Schlüssel weder aus Holz noch aus Eisen, sondern aus etwas, das wir gewöhnlich verspeisen. Ja. Ja, was ist denn das für ein Hinweis, bitte? Hä? Blut lenken? Aha, wir haben immer nur so einen kurzen Weg Zeit. Na dann. Würde ich sagen, hier hin und dann hier hoch. Jetzt ist die Frage, wie rum ist kürzer? Ich würde sagen, so rum. Los, schneller Blut, schneller Blut, schneller Blut, schneller Blut, schneller Blut. Knapp.
Also doch so rum. So, nach oben und nach links. Und nach oben und nach links. Und nach oben und nach links. Wie soll denn das bitte schneller gehen? Hallo? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich noch langsamer war, oder? Hä? Nee, das ist blöd. Was soll denn das? Das ist ein doofes Rätsel. Hier rum. Hier hoch. Und dann darüber. Ja, so. Ja, ich meine, ich kann ja nicht bis nach da oben. Das ist ja nicht drin. Also kann es nur von hier weitergehen. Und das hier ist der kürzeste. Ich bastel mal ein bisschen. Wir sehen uns gleich. Oh, Rätsel. So. War gar nicht so schwer. Das war nur die eine Stelle, die ein bisschen anstrengend war. Und sonst war da eigentlich nichts Wildes. Und jetzt geht's da durch die Tür. Halleluja. Puh. Wow. Wir haben Eurox besiegt. Und als nächstes erwartet uns die Fürstin. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bis dann.